Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metro Exodus, The Two Colonels. Die rote Tür, ich bin mal gespannt, was erwartet uns? Oskom, aufmachen! Hallöchen, Gefreiter. Ich What? bin total erschöpft. Kirill? Also gut, Gefreiter, sag mir, was los ist. Nichts. Ich will nur nicht. Was willst du nicht? Ein Gefreiter sein. Und ich möchte auch nicht mehr Oskom angehören. Nun, das musst du mir genauer erklären. Ich war in der Sibirskaya und habe gesehen, wie die Soldaten den Leuten das grüne Zeug wegnahmen. Ein Händler wollte es nicht rausrücken, fing an herumzuschreien. Sie haben ihn verprügelt und ihm das grüne Zeug abgenommen. Nun, das ist einfach inakzeptabel. Gleich morgen früh werde ich mir ihre Namen geben lassen. Du hast gesagt, dass Oskom die Leute beschützt, aber ihr nehmt ihnen ihr grünes Zeug weg. Warum? Das ist kompliziert. Das grüne Zeug wird knapp. Deshalb müssen wir es von jenen nehmen, die viel davon haben, und jenen geben, die nicht genug haben. Ansonsten würden die Reichen nur auf ihren Vorräten sitzen, während die Armen alle sterben. Wäre das gerecht? Ganz und gar nicht. Natürlich wäre das nicht gerecht. Ja, natürlich sind die, von denen wir etwas nehmen, nicht glücklich, aber eine andere Möglichkeit gibt es nicht, verstehst du? Wenn man mir mein grünes Zeug wegnehmen würde, wäre ich auch nicht froh darüber. Aber ich verstehe es jetzt. Gut. Trotzdem hatten diese Soldaten Unrecht. Ich sorge dafür, dass sie bestraft werden. Sie werden hingehen und sich entschuldigen müssen. Ja, sorg dafür. Sie müssen sich entschuldigen. Gut. Da wir gerade von grünem Zeug sprechen, es wird Zeit, dass du deine Dosis bekommst. Streck deinen Arm aus. In Ordnung. Erledigt. Achso, das T-Shirt. Was denn jetzt? Ah, krass, okay. Ich hatte erst tot. Warte mal. Ja, nee. Hä? Kirill, Miller hier. Hörst du mich? Ende. Ich höre Sie, Herr Oberst. Es rauscht allerdings. Ende. Ich höre auch Rauschen. Ich betrete die Sibirskaya. Hatte dort nicht der letzte Kampf stattgefunden? Ende. Ja, ich weiß es aber nur von den Worten meines Vaters. Kurz bevor die Aufständischen ihren letzten Angriff starteten, hatten wir uns unterhalten. Diese Grafik. Papa, musst du wirklich gehen? Hast dich gar nicht ausgeruht. Die Aufständischen rücken vor, es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Sag, Papa, wenn wir als Oskom Leute beschützen, warum lügen wir sie dann an? Wow, du bist erwachsen geworden, Gefreiter. Und ich bin kein bisschen klüger. Also, lass uns wie Erwachsene reden. Sollten wir ihnen die Wahrheit sagen? Natürlich. Aber das Leben ist sehr komplex. In den Händen unserer Feinde könnte die Wahrheit gefährlich sein. Wir müssen sorgfältig auswählen, wem wir sie anvertrauen und wer sie nicht erfahren darf. Das Kommando sieht das Gesamtbild. Und trifft die Entscheidungen. Auch wenn diese Entscheidungen manchmal unbequem sind, so sind sie doch trotzdem notwendig.
Das Kommando denkt an jeden, während die Zivilisten nur an sich selbst denken. Deshalb muss eine Wahrheit, die ihnen Angst bereiten könnte, geheim gehalten werden. Zu ihrem eigenen Besten. Verstehst du das? Ja, schon. Aber trotzdem. Das ist eine schreckliche Art zu denken. Es gibt viele schreckliche Dinge im Leben und trotzdem hab ich dich gut großgezogen. Du bist stark und mutig. Du kannst das ertragen. Also gut, Zeit zu gehen. Du gehst nach Hause und gehst nicht raus und lässt niemanden rein, bis ich zurück bin. Das ist ein Befehl. Jawohl, Herr Oberst. Feldwebel, bring sie ihn nach Hause. Jawohl. Auf geht's, Kirill. Na gut. Viel Glück, Papa. Viel Glück, mein Sohn. Kann ich jetzt wieder spielen? Ich kann... Oh, ich kann wieder spielen. Ich muss gucken. Schon alleine wegen Tagebücher. Ich mach mal... Da war gerade irgendwas, habe ich gerade gesehen. Ja, weil ich das Spiel schon durchgespielt habe, ich denke mal. Schon allein deswegen habe ich jetzt hier an sich alles freigeschaltet. Gut. Huch, das war falsch. Das war das, okay. Ach, Quatsch, was mache ich denn da? Mit dem Fernglas da. Dings. Das war schon richtig. So. Schon wieder falsche Taste. Herr Oberst. Wir haben zwei echt nicht gefunden. Oh nein, das ist ärgerlich. Gut, ihr könnt Pause drücken. Ja, Leiter der medizinischen Abteilung. Bondara.v. So, das habe ich mal vorgelesen. Slava, das tut mir wirklich leid. Ich weiß, du hattest keine Wahl. Hätte ich nichts gesagt, dann hätten sie niemals geglaubt, alles gefunden. Schnee von gestern. Weder ich noch du hatten hier eine Wahl, Petrovic. Dir auch viel Glück. Wir sehen uns im Zug. Vielen Dank. Ich finde es ein bisschen schade, dass es immer so abbricht. Das Reden. Finde ich ein bisschen schade. Hallo, Herr Oberst. Schön, dass Sie wieder zurück sind. Ja, ne? Nun stehen Sie nicht so rum! Bemannen Sie die Verteidigung! Ja, Herr Oberst. Jetzt nicht. Ah, ist kaputt. Wir können sie aufhalten! Irre, die Ingenieure sind alle erledigt, aber die Sprengladungen sind platziert. Wir müssen den Zünder erreichen und benutzen. Ja, ich brauche Munition. Ah, ich brauche Munition.
Sorry, ich muss hier Munition sammeln. Das ist natürlich mega wichtig. So. Leutnant, ich nehme den Zünder. Geben Sie mir Deckung. Wird gemacht. Achtung, Feuerschutz für den Oberst. Nicht an Munition sparen. Verstanden. Wow. Ich habe auch keine Taschenlampe, komischerweise. Oh Gott. Das ist immer eklig. Oh, Anomalie. Ich höre doch eine Anomalie. Das ist jetzt very gefährlich. Hier, bitte kommen! Klebnikow hier! Hauptquartier hier. Eine Ladung hat nicht gezündet! Das hier ist Kaya. Halten Sie sie dort auf, sonst habe ich niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Verstanden. Ende und aus. Herr Oberst, Sie haben die Luftschleuse gesprengt und kommen jetzt von der Oberfläche. Ich das jetzt. Knallhart durchziehe, wollte ich gerade sagen, gucke ich links und rechts, aber. Ist das einer von mir? Ich habe Gott keine Ahnung. Der musste also am Leben bleiben. Oh Gott.
Scheiße, aber irgendwas zum Aufsammeln. Halten Sie sie hier auf! Bis zum letzten Mann! Es wird keine Verstärkung geben! Entweder wir oder Sie! Von der anderen Seite! Schwer, muss ich sagen. Ups. Das ist sehr schwer. Oh. Hauptquartier, bitte kommen. Klebnikov hier. Hauptquartier hier. Eine Ladung hat nicht gezündet. Das hier ist geil. Halten Sie da drauf, sonst habe ich niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Okay. Verstanden. Ende und aus. Okay. Oh. Ein paar Fehler sind jetzt hier schon. Wir haben die Luftschleuse gesprengt. Wir kommen jetzt von der Oberfläche. So, muss ich leider nochmal machen. Also irgendwie ist das ein bisschen sehr krass schwer, muss ich gestehen. Ich meine, ich hab nur... Hauptquartier, bitte kommen! Klebnikov hier! Hauptquartier hier. Eine Ladung hat nicht gezündet! So, ihr bist geil, ja. Halten Sie sie dort auf, sonst habe ich niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Gerade ist er gestorben. Verstanden! Ende und aus! Herr Oberst, Sie haben die Luftschleuse gesprengt und kommen jetzt von der Oberfläche. Oberst, hier, hier, Herr Oberst. So, sorry, dass das jetzt nochmal. Da kam noch... Ah. Herr Oberst, wir sollten sich hinter die Front stehen. Warum sind da so viele? Düpp, 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 düpp. Halten Sie sie hier auf! Bis zum letzten Mann! Es wird keine Verstärkung geben! Entweder wir oder Sie! Alter, hier ist ja gar kein Licht. Oh, haben die alle Licht? Ey, ich weiß das Licht auf jeden Fall mit Elva, das, die Taschenlampe. Nachtsicht mit N, versuche ich gleich mal. Feuerzeug genau L. Licht mit T? Genau, also es gibt F, N und N. Es geht alles. Nicht.
Ich bin jetzt nicht wieder tot, oder? Oh Gott sei Dank, ey. Ich dachte jetzt schon. Was für ein Zufall. Ich meine, was hätte eigentlich sonst passieren sollen, ne? Schon wieder alles gut. Jetzt ist wieder alles gut. Werde dem General berichten. Junge, da ist was los. Herr General, es gab... Und er klettert weiter hoch. Operation gelungen. Bauern sind alle geopfert. Bereit zur Evakuierung. Was? Du Mistkerl! Was meinst du mit bereits weg? Was? Was ist da los? Wir decken die Evakuierung. Evakuierung? Aber du hast gerade alle umgebracht! Soldaten! Zivilisten! Es ist niemand mehr zum Evakuieren da! Slava, das grüne Zeug reicht gerade noch aus, um die Führungsriege zu evakuieren. Alle anderen werden sterben. Alter. Das Gas sollte nur ihren Todeskampf machen. Und du hast es gewusst! Du hast es die ganze Zeit gewusst, du Schweinehund! Hatte ich eine Wahl? Und welchen Unterschied macht das jetzt noch? Sie haben aber einen Fehler gemacht, mich zu verlassen. Petrov! Petrov! Die Schweine sind ohne uns weg. Hose Joga an die Städte. Sein Nasenbluten ist auch schon wieder weg, ne? Du? Sir Joga. Junge. Hör zu. Im Waffenschrank ist ein Raketenwerfer. Schnapp ihn dir und geh damit zur alten Kreuzung. Jag die Schweine dort in die Luft. Los! Oh nee, da ist das Nasenblut wieder. Und was machen wir jetzt? Egal. Mir reicht's. Bis dann. Oh oh. Slava. Das hat sich jetzt gelohnt. Ja gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch einen Tipp, den kommt, habe ich das Video gefallen hat.